Hi, ich bin Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. Willkommen in dieser Lektion. Und zwar geht es in dieser Lektion um eine Frage oder um einen Wunsch vom Sebastian. Und zwar geht es darum, um die Frage, ob wir nicht mal eine Lektion zu verschiedenen Blues-Rhythmen machen können. Ich lese mal kurz die Frage vor. Es gibt doch ein Blues-Schema. Gibt es auch verschiedene Blues-Rhythmen? Also ich würde mal behaupten, es gibt Blues-Rhythmen, die vielleicht ist nicht offiziell als Blues-Rhythmus angesehen werden, aber das spielt ja eh keine Rolle. Im Endeffekt muss es sich für dich und für den Zuhörer wie Blues anhören, okay? Und da gibt es auf jeden Fall schon ein paar Rhythmen, die das Ganze, ich sag mal, ja, begünstigen und die quasi nach Blues klingen. Das heißt, die Antwort wäre im Grunde genommen ja. Das war die Lektion. See you, rock on. Okay, nein, Quatsch. Muss allerdings auch dazu sagen, was Blues angeht, sind wir nicht jetzt die richtigen Ansprechpartner. Klar, Pentatonik mit Blue Note und sowas, so ein paar Basics können wir dir auf jeden Fall zeigen. Aber wenn du jetzt jemanden fragst, der wirklich Blues-Profi ist, der das schon seit Jahren macht, so wie wir es für Rock und Metal sind, dann wird er dir gegebenenfalls wahrscheinlich eine andere Antwort geben, als du jetzt von uns hörst. Trotzdem, Sebastian, wollen wir natürlich deinen Wunsch auch weiterkommen, weil wir uns auch vorstellen können, dass es wahrscheinlich einige andere Leute da draußen gibt, andere Gitarristen, die das interessiert, das Thema Blues, weil gerade für E-Gitarren-Anfänger ist Blues, auch was Improvisation angeht mit der Pentatonik, mit der Blues-Skala, natürlich eine richtig, richtig geile Sache, weil erstens, es klingt einfach immer geil, ja, es macht einfach Spaß, Blues zu spielen, okay, sind wir mal alle ganz ehrlich, ja, egal, was wir für krasse Metal-Fans sind. Ich glaube, jeder hat mal irgendwie in einem Blues gespielt und dachte sich, ja, macht schon irgendwie, ja, fetzt schon irgendwie, ja. Und zum anderen, es ist eigentlich relativ simpel und du kannst dich an verschiedene, ich sag mal, Bausteine halten, die sehr leicht zu verstehen sind und wo es einfach schnell, wo du auch schnell Resultate siehst. Deswegen macht es ja auch Spaß, weil du schnell nachspielen kannst, okay. So, ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, was es denn so für Blues-Rhythmen geben könnte, die auch ich hier und da verwende, die wir auch in unseren Songs verwenden und die Videounterlagen übrigens mit einem PDF mit diesen Rhythmen findest du unten in der Videobeschreibung. Übrigens unter der Videobeschreibung gibt es auch einen Link auf unsere kostenlose Trainings-Videoserie, speziell für E-Gitarren-Anfänger. Das heißt, wenn du Anfänger bist, schau mal unten die Videobeschreibung, kannst du dich kostenlos eintragen, alles kostenlos, 10 Lektionen mit den ersten Song, also wie du den ersten Song lernst, Akkorde, Improvisation, Melodiespiel und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber jetzt zurück zur Lektion. Wie gesagt, am besten vielleicht mal die Tabs runterladen mit den einzelnen Rhythmen. Und der erste Rhythmus ist natürlich, ich mache die mir hier nochmal kurz auf, ist natürlich der wahrscheinlich jedem bekannte Blues-Rhythmus beziehungsweise dieses Shuffle-Feeling, okay? Und du siehst aber, wenn du mir die Tabs aufmachst, du siehst darin, das Ganze wird notiert. Du hast oben, ich blende es nochmal hier im Video ein, du hast 2/8 ist gleich eine Viertel und eine Achtel Triole. Das heißt, dieses Shuffle-Feeling ist nichts anderes als eben diese Viertel- und Achtel-Triole. Um das natürlich zu vereinfachen, ja, in der Notation, wenn du so eine Partition hast und auch so einem Arrangement, da ist es natürlich mega aufwendig, dann immer so einen Bindebogen oben für die Triole reinzuschreiben und dann eine Achtel und eine Viertel. Deswegen hat man sich damals irgendwann mal darauf geeinigt, hey, dann lass uns einfach diese Schreibweise wählen, oben steht das so. Ist ungefähr wie, wenn du Vorzeichen hast. Ja, schreibst du auch nicht jedes Mal hin, sondern einmal und dann werden die aufgelöst oder bleiben bestehen. Und das vielleicht nur als Hinweis, ja, für jeden, der das noch nicht weiß, oder falls du das noch nicht wissen solltest. So, und dieser Rhythmus ist einfach dann wie folgt. Ja, das wird wahrscheinlich so gut wie jeder schon mal gehört haben. Und das ist eigentlich so das ist der Blues-Rhythmus, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Wie gesagt, mit dem Hinweis, ne, wir sind jetzt keine Blues-Profis. Weil das hört sich auf jeden Fall nach Blues an. Bevor wir mit den Rhythmen weitermachen, kommen wir mal zum zweiten Rhythmus. Der ist dann da unten drunter. Was man auch bedenken sollte, der Rhythmus, die Rhythmik wird nicht nur, jetzt wird es etwas seltsam, wird nicht nur anhand der, ich sag mal, Rhythmik ausgemacht, sondern den kannst du natürlich auch ausmachen, zum einen an der Dynamik und zum anderen auch an den Tönen, die du spielst. Schau nämlich mal, der zweite Rhythmus darunter geht nämlich folgendermaßen. Ja, auch ganz typisch mit der Septime, mit der kleinen Septime. Und wenn du das mal anhörst für einen Takt. 2, 3, 4. Und jetzt mal der andere. 1, 2, 3, 4.
Durch das Spielen von den Tönen entsteht, zumindest im Ohr, auch ein anderer Rhythmus oder ein anderes rhythmisches Gefühl. Obwohl wir auch einfach nur ganz straight 8 Achtelnoten spielen. Das heißt, was ich sagen möchte ist, du kannst verschiedene Blues-Rhythmen und allgemein, das geht nicht nur für Blues, auch für viele andere Rhythmen, kannst du auch dadurch machen, indem du zum einen Betonungen machst, ja, und indem du eben auch verschiedene Töne so einsetzt, dass sie dann zumindest rein für das Gehör einen anderen Rhythmus ergeben, okay? Was du zum Beispiel auch tun könntest, und da kommen wir nämlich jetzt hier zum Beispiel zum Rhythmus Beispiel 3. Dort hast du jetzt immer ich habe jetzt einfach mal den A-Power-Chord, kannst du übrigens mit allen Akkorden spielen, ja, das ist einfach nur jetzt ein Beispiel. Du hast da einmal den A-Power-Chord offen gegriffen und dann einfach nur die leere A-Seite mit Palmaging gespielt. So, und dadurch entsteht natürlich eine andere Dynamik. Wenn du mal schaust, der Rhythmus ist gleich. Du hast 8 Achtelnoten. Ist exakt das gleiche wie im ersten Rhythmus. Aber jetzt hast du die erste Achtelnote jeweils immer offen gespielt und die zweite mit Palmaging. Einfach auch nur die A-Seite, die leere A-Seite. Und jetzt hören wir uns mal diesen Rhythmus an, ja, der eigentlich so wie der erste ist. Hört sich auch anders an als. Ja, weil das Ohr hört natürlich mehr dieses. Und das auf jeden Fall auch nochmal als Hinweis, dort verschiedene Dynamiken einzusetzen, beziehungsweise eben auch mit Phrasierung zu arbeiten, hier zum Beispiel Palm-Muting. Was auch noch ein ganz cooler Rhythmus ist, ist dann der Rhythmus 4, genau, Rhythmus 4. Und zwar, dass du Triolen hier noch mit einmischst. Ich spiele es mal vor. Ja, dass du hast am Anfang 6 Achtelnoten und dann am Schluss diese Triolen. Und dann ist auch ein sehr typischer Blues-Rhythmus, den ich zumindest sehr häufig verwende für die Songbeispiele und so weiter und so fort. Klingt auch sehr cool. Und dann die letzten beiden Rhythmen sind so leicht angehaucht von zum Beispiel ZZ Top's Lagrange. Der vorletzte Rhythmus ist dann Rhythmus 5. Ja, das ist 2 Achtel, dann eine Pause. Auch das nochmal als dritter Tipp. Wir hatten jetzt schon Dynamiken, wir hatten jetzt verschiedene Töne und jetzt kommen wir hinzu Pausen. Auch mit Pausen kannst du den Rhythmus ganz, ganz einfach verändern und interessanter gestalten. Und hier zum Beispiel hast du dann jeweils auf die 2 und auf die 3 hast du eine Achtelpause. Und das auch wiederum, wenn du das mal mit Akkorden spielst. Ja, kannst du verschiedene Akkorde einsetzen. Klingt auch einfach bluesy, ja. Wobei hier natürlich auch die Akkorde schon bluesy klingen. So, und jetzt noch der letzte Rhythmus. Das ist dann dieser angelehnt an den Lagrange-Rhythmus. Finde ich ja mega geil, oder? Das fetzt einfach nachzuspielen, oder? Macht einfach richtig Spaß. Und dann kannst du noch verschiedene Rhythmen dann mixen. Und da hast du einfach 2 Achtelnoten und der Rest wird dann mit Aufschlägen gespielt, so ein Offbeat. Jetzt immer auf die 2, 3, 4 und, ja. Ja. Und das sind mal, Sebastian, für dich und auch für alle anderen, sind einfach mal 6 Blues-Rhythmen, die wir so hier und da ein bisschen verwenden. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, ja, wenn du jetzt jemanden fragst, der absolut Blues-Profi ist, was wir nicht sind, dann kommt da vielleicht noch eine ganz andere Antwort. Vielleicht gibt es da auch noch mehr, vielleicht nochmal etwas recherchieren. Aber damit kommt man auf jeden Fall auch schon mal hin und damit kannst du richtig, richtig geile Blues-Riffs, Blues-Songs kreieren. Ja, und das soll es in dieser Lektion auch gewesen sein. Ja, ich hoffe, Sebastian, kannst du uns ja mal einen Kommentar dalassen, dass das so deinem Wunsch nachkommt, ob das ein paar ganz coole, hilfreiche Rhythmen für dich sind. Gerne auch Daumen nach oben geben für dich, für alle anderen, wenn die Lektion gefallen hat und auch unseren Kanal abonnieren.
Und auch nochmal der Hinweis, wenn du E-Gitarrenanfänger bist, dann findest du unten in der Videobeschreibung einen Link auf unsere 10-teilige kostenlose Video-Training-Serie, speziell für E-Gitarrenanfänger. Lernst den ersten Song, Melodien, wie du improvisierst und so weiter und so fort. Das ist eine richtig geile Sache und alles kostenlos. Einfach mal unten in die Videobeschreibung schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir mega viel Spaß, zum einen beim Experimentieren mit diesen Rhythmen, weil Umsetzen gehört die Welt, okay? Du hast jetzt hier 6 verschiedene Rhythmen bekommen und jetzt heißt es, daraus eigene Riffs kreieren, etwas herum zu experimentieren und wie gesagt, ich glaube, du stimmst mit mir da überein oder wahrscheinlich 90-99% Blues macht einfach Fun, ja, es fetzt einfach richtig geil. Das heißt, damit etwas herum experimentieren mit Power Chords, mit vollen Akkorden, deine eigenen Rhythmen und Riffs bilden, das macht nochmal richtig Spaß, um das Ganze auch anzuwenden. Dadurch lernst du nämlich auch effektiver und kommst einfach schneller an dein Ziel und machst eben auch Fortschritt, okay? Wünsche dir dabei mega viel Spaß und auch weiter noch mega viel Spaß beim E-Gitarre lernen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on!